funktioniert's? Super. Hallihallo, einen schönen Donnerstag. Ja, ich habe da mal so ein kleines Problem. Irgendwie scheint das so nicht so den Sinn zu machen. Könnt mir ja erklären vielleicht. Also, es ist ja der Herr Jens Spahn ist ja dran, dass uns Pflegefachkräfte fehlen. Überhaupt die Industrie sagt ja, dass uns Fachkräfte fehlen. Gut, der Arbeitsmarkt spricht eine andere Sprache, aber wie gesagt, uns fehlen angeblich Fachleute. Jetzt sollten ja die Flüchtlinge sollten das ja ersetzen. Also die Flüchtlinge und Asylanten sollten ja eigentlich die Fachleute sein, die wir, also die Fachleute der Zukunft, die wir in unser Land hier reinholen. Wieso, also das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, wieso sind dann 60% dieser Leute arbeitslos und der Rest arbeitet in minder bezahlten Jobs? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich dachte, das wären jetzt die Fachkräfte, die natürlich geschult, auch von mir aus in Englisch, aber die eben geschulten Fachkräfte, die hier in Deutschland ohne weiteres diese Stellen übernehmen können. Irgendwie habe ich das wohl nicht so richtig mitbekommen, kann das sein? Also, die meisten von diesen netten Herrschaften können weder Deutsch lesen noch schreiben, sind im Grunde genommen Analphabeten, denen man erst noch lesen und schreiben beibringen muss. Ja, und der Rest, wie gesagt, das ist dann Leiharbeiter, Zeitarbeiter. Also es ist etwas, was ich nicht verstehe. Augenscheinlich soll ja hier von der Politik dargestellt werden, auch von der sogenannten Journalie. Also man kann ja nicht mehr von Journalisten sprechen. Es ist ja leider nur mittlerweile so, dass diese Herrschaften ja keinerlei Ahnung haben, was da wirklich abläuft. Aber eben von dieser Journalie, diesen gekauften Herrschaften, dass die Flüchtlinge und Asylanten hier reinkommen, um eben den Fachkräftemangel, den es irgendwo gibt, zu beheben. Irgendein Fachkräftemangel. Also, liebe Abonnenten, liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe, die ihr hier auf meinem Kanal seid oder das Video vielleicht zufällig seht, ihr könnt mir mal eine Antwort geben, wo es da unbedingt den Fachkräftemangel gibt. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin mir da, also ich habe jetzt gesucht, ich finde da irgendwie keinen großartigen Fachkräftemangel. Ich finde wohl einen Mangel an bezahlbarer Arbeit, also einen Mangel an Arbeit, die ausreichend entlohnt wird. Das finde ich überall. Also das ist auch in der Pflege übrigens so. Deswegen der Herr Spahn, der Herr Jens Spahn ist ja am Suchen für Fachkräfte, für Pflegekräfte, Pflegefachkräfte, Pflegepersonal. Lieber Herr Spahn, es könnte vielleicht auch daran liegen, dass die Leute nicht ausreichend bezahlt werden. Wenn man den Leuten nur knapp 1000 Euro netto auszahlt, dann kann das oftmals daran liegen, dass die Leute bei einem so gesteigerten Arbeitspensum, wie es ja nun mal in der Pflege vorliegt, dies einfach nicht mehr schultern können. Wäre es da nicht mal sinnvoll zu überlegen, ob nicht hier der Staat mal eingreifen sollte und vorschreiben sollte, welchen Lohn Arbeitgeber zahlen müssen? Nicht nur Mindestlohn, ich meine, welcher sozialverträgliche Lohn gezahlt werden muss. Wenn dieser Arbeitgeber dem nicht nachkommt, dann wird eben die Firma geschlossen. So einfach ist das. Denn solche Arbeitnehmer braucht man nicht in Deutschland. Wir brauchen keine Gierarbeitnehmer, die Sklavenarbeit anbieten. Das muss weder VW machen, noch Audi, noch BMW, noch die übrigen deutschen Großfirmen und Anbieter. Das muss nicht sein. Das brauchen wir auch nicht von Amazon. Und das brauchen wir auch nicht von der Post, die ja ständig versucht, ihr eigenes sogenanntes Monopol zu umgehen, indem sie eben Dritt- und Viertanbieter einstellt, Substitutionsfahrer
für ihre eigenen DHL-Spedition, um sie dann dementsprechend auszubeuten. Ja, die Gier. Personalkosten gering halten. Ich weiß nicht, wer das damals den Betriebs- und Volkswirten so dargelegt hat. Ich weiß nicht, wer das damals in die wirtschaftswissenschaftlichen Bücher reingetragen hat. Aber dieser Stümper der Ökonomie, den sollte man eigentlich noch heute in den Hintern treten. Wie gesagt, meine Meinung. Ihr könnt ja auch andere Meinungen haben. Kein Problem. Wie gesagt, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Und ja, Fachkräftemangel. Das Bermuda-Dreieck der Politik. Wenn ihr ihn findet, bitte hier melden. Sagt Bescheid. Danke.